Danke für die Antwort, Tom. Sie erlaubt mir eine perfekte Überleitung zu meiner zweiten Frage, in der es um die Begrenzung von Gehirn und Realität geht. Und schließlich haben Sie gerade über die Möglichkeit zur Veränderung unserer Realität gesprochen. Bei meiner nächsten Frage geht es darum, in welchem Rahmen dies möglich ist. In unserem ersten Interview hatten Sie hergeleitet, dass unser Gehirn den limitierenden Faktor darstellt, der begrenzt, wie sich Bewusstsein in dieser 3D-Realität ausdrücken kann. Bei der Beantwortung der folgenden Frage würde ich Sie bitten, diesbezüglich einen Schritt weiterzugehen. Zur Vorbereitung des heutigen Interviews hatte ich Sie gebeten, sich ein kurzes Video vom holländischen Fakir Mirin Dajou anzusehen, der im Jahr 1948 gestorben ist. Nach meiner Meinung hat Mirin Dajou mit seinen öffentlichen Vorführungen bezüglich der Macht des Geistes über die Materie neue Maßstäbe gesetzt und er hat gezeigt, dass der Regelsatz unserer Realität ausgetrickst werden kann, wenn man erstmal gelernt hat, wie das geht. Meine Frage dazu ist: Was war Ihr erster Eindruck, als Sie das Video von Mirin Dajou gesehen haben? Und was ist Ihre Vermutung, wieso das größere Bewusstseinssystem ihm erlaubt hat, solche Vorführungen durchzuführen? Okay, that's an interesting question. Das ist eine interessante Frage. Ich habe mir das Video angeschaut, allerdings nicht bis zum Ende. Man hat irgendwann genug davon zu sehen, wie Schwerter und Degen durch den Körper eines Menschen gestoßen werden. Aber ich habe genug gesehen, um zu verstehen, worum es dabei ging. Falls also irgendwas Spezielles am Ende des Videos passiert ist, was relevant für die Beantwortung der Frage ist, dann müssten Sie mich darauf hinweisen. Ich denke aber, dass ich genug des Videos gesehen habe, um die Frage beantworten zu können. Now you say, why did the larger consciousness allow that to happen? That is really not the way it works. It's not that Sie fragen, warum das größere Bewusstseinssystem Mirin Dajou das alles erlaubt hat. So funktioniert die Sache aber nicht. Es ist nicht so, dass das Ganze gegen den Willen des größeren Bewusstseinssystems geschah und es die Dinge erlaubt hat, sondern ich würde sagen, dass diese Vorführungen vom größeren Bewusstseinssystem unterstützt und gefördert wurden. Es hat die Vorführungen nicht erlaubt, sondern dafür gesorgt, dass sie stattfinden. In Ihrer Vorstellung von Neil erwähnten Sie, dass er in jungen Jahren mehrere wegweisende paranormale Erlebnisse hatte, die ihm gezeigt haben, dass Realität mehr ist, als wir gewöhnlich glauben, und dass es noch mehr gibt als nur diese physische Realität. Viele Menschen haben solche Erlebnisse. Sie sind weit verbreitet. Solche Erlebnisse sorgen dafür, dass sich Menschen weiterentwickeln und wachsen. Wenn wir die geschichtliche Entwicklung betrachten, finden wir eine Vielzahl solcher Anomalien wie die von Mirin Dajou, der sich Schwerter durch den Körper stoßen ließ und dadurch nicht zu Schaden kam. Ein gewöhnlicher Mensch wäre dabei verblutet oder hätte sich die inneren Organe verletzt. Aber solche Anomalien wurden im Laufe der Geschichte immer wieder dokumentiert. Diese Anomalien geschehen regelmäßig. Neben dem Artikel auf Ihrer Webseite mit dem Video von Mirin Dajou habe ich einen Hinweis auf ein Video über Kornkreise gesehen, das ich mir danach angesehen habe. Kornkreise sind eine weitere Anomalie, die regelmäßig auftritt und dadurch Menschen wachrüttelt. Ich würde sagen, dass das größere Bewusstseinssystem, welches unsere Realitätssimulation betreut, versucht, uns wachzurütteln. Schließlich ist unsere Weiterentwicklung gleichbedeutend mit seiner eigenen Weiterentwicklung. Wir sind Bewusstsein und somit sind wir selbst ein Teil des größeren Bewusstseinssystems. Wenn wir unsere Bewusstseinsqualität verbessern, also uns in Richtung Liebe bzw. spirituellem Wachstum weiterentwickeln, dann entwickelt sich auch das größere Bewusstseinssystem weiter. Denn wir Menschen und das größere Bewusstseinssystem sind im Grunde ein und dasselbe. Es versucht uns also in unserem Lern- und Wachstumsprozess zu unterstützen und dabei sorgt es für gewisse Anregungen und ermuntert uns, dabei zu realisieren, dass Realität mehr ist, als wir glauben und dass es mehr gibt als nur die physikalischen Gesetze. Wie konnte Mirin Dajou seine Vorführung überleben? Wie können riesige Kornkreise über Nacht in einem Feld entstehen und teilweise sogar mitten am Tag, während Kameras mitlaufen? Wie kann das alles sein? Es gibt eine Vielzahl solcher Anomalien und sie dienen dazu, die Menschen aufzuwecken. Ich glaube deshalb nicht, dass Mirin Dajou seine paranormalen Fähigkeiten gegen den Willen des größeren Bewusstseinssystems entwickelt und offen zur Schau gestellt hat. Ich denke, das Ganze war Teil eines Plans bzw. Prozesses, um andere Menschen aufzuwecken. Teil eines Prozesses, um andere Menschen aufzuwecken.
Man sollte dabei auch nicht übersehen, dass er über 500 dieser Auftritte absolviert hat und dabei mehrfach gefilmt wurde. Daher kann man das Ganze schlecht abstreiten. Wenn er nur ein einziges Mal aufgetreten wäre, könnte man vielleicht behaupten, dass das alles vorgetäuscht war. Aber bei 500 Vorführungen vor unterschiedlichstem Publikum und den ganzen Filmaufnahmen, da müsste man schon eine riesige Verschwörung vermuten, um das Ganze wegzuerklären und in den Bereich der Fantasie einzuordnen. Blow off and say, well, you know, that it happened once, you'd say, well, maybe that was doctored. But if you have 500 demonstrations at various times to various people and you have it on film, you know, you'd have to imagine a huge conspiracy to write that off as somebody's imagination, or it wasn't real, you know, that was somehow doctored and made it look that way, and that all these people who were sitting and watching this and the people who were doing it. Man müsste dann auch annehmen, dass die ganzen Zuschauer und alle Beteiligten Teil der Verschwörung sind, dass die Röntgenaufnahmen, wo man den Degen in seinem Körper sieht, manipuliert sind. Und um das anzunehmen, müsste man schon sehr darauf versessen sein, den Status quo um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Aber es gibt solche Menschen, die so reagieren. Aber man muss sich auch fragen, was hat das Ganze eigentlich gebracht? Meron Daayo hat auf 500 Auftritten seine paranormalen Fähigkeiten demonstriert. Das Ganze wurde gefilmt, das Video davon steht vermutlich schon längere Zeit im Internet. Aber hat das zu irgendwelchen Veränderungen geführt? Wenn Menschen sich das ansehen, sagen sich nur wenige von ihnen: Super, das ist der Beweis, den ich so lange gesucht habe. Jetzt weiß ich, dass Realität in Wirklichkeit anders funktioniert und dass andere Regeln gelten, als die meisten Menschen glauben. Diese paranormalen Dinge sind wirklich real. Die breite Mehrheit reagiert aber nicht so. Das sind nur ganz wenige. Wenn wir die ganze Bevölkerung betrachten, also zumindest den Teil davon, der von solchen Dingen gehört bzw. sie gesehen hat, dann machen vielleicht 5% dieser Menschen etwas Sinnvolles mit diesem Wissen. Sie erkennen, dass Realität anders funktioniert, als sie bisher dachten, und sie werden zu Wahrheitssuchenden. Sie versuchen zu verstehen, wie solche paranormalen Dinge möglich sind. Wenn solche Menschen so etwas gesehen haben, dann wollen sie verstehen, wie das Ganze funktioniert, und dadurch beginnen sie, sich weiterzuentwickeln, und genau darum geht es im Grunde. Allerdings, die breite Mehrheit der Bevölkerung ist nicht so weit, so etwas als Anstoß für einen Wachstumsprozess anzunehmen. Sie schauen sich das an, schütteln den Kopf, sagen sich, komisches Zeugs, verdrängen das Ganze und leben ihr Leben unverändert weiter. Für die meisten Menschen sind diese Dinge bedeutungslos. Sie wissen damit nichts anzufangen. Sie können diese Informationen nicht verarbeiten und deshalb schieben sie beiseite. Zu sagen, dass sie das Ganze verleugnen, wäre vielleicht eine etwas harte Formulierung. Es ist eher so, dass man eben Informationen, die man nicht verarbeiten kann, beiseite schiebt. Das Gleiche gilt auch für Kornkreise. Da haben wir zum Beispiel diese Vereinigung von Wissenschaftlern aus aller Welt, die ihren Sitz in England hat und die Kornkreise untersucht. Diese Wissenschaftler untersuchen akribisch den Erdboden von Kornkreisen auf Veränderungen oder sie untersuchen genau, wie das Getreide umgebogen wurde. Dabei kommen sie alle zur gleichen Schlussfolgerung. Einige der Kornkreise sind Fälschungen und wurden von Menschen gemacht. Andere Kornkreise hingegen fallen nicht in diese Kategorie und können mit den bekannten physikalischen Prozessen nicht erklärt werden. Kornkreise sind also etwas Ähnliches wie die Auftritte von Meron Daayo. Es ist nicht so, dass das größere Bewusstseinssystem das Auftreten von Kornkreisen erlaubt, sondern es ist ein Weg, wie das Bewusstseinssystem die Aufmerksamkeit von Menschen, die bereit für solche Themen sind, auf Aspekte lenkt, die ihnen zeigen, dass die Welt komplexer ist, als sie bisher dachten. Darum geht es also bei der ganzen Sache. Und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Wenn wir die Vorführungen von Meron Daayo betrachten, dann können die meisten Menschen diese Informationen nicht verarbeiten und sie ignorieren deshalb das Ganze. 20, 30 oder 40 Jahre später schauen sich Menschen diese Videos an und sagen sich, ach, das kann man doch nicht ernst nehmen, das ist bestimmt alles erfunden und nie wirklich passiert. Was Kornkreise betrifft, das ist etwas anderes, denn dieses Phänomen tritt ja immer noch auf. Dafür muss man sich also irgendeine andere Erklärung aus den Fingern saugen, denn irgendwer muss sie ja gemacht haben. Sie können ja schlecht einfach so von alleine entstanden sein. Und wenn die uns Menschen zur Verfügung stehende Technologie die Kornkreise nicht erzeugen kann, dann müssen es wohl Außerirdische sein, die für die Kornkreise verantwortlich sind. Das ist aber nur ein Glaubenssystem, weil wir glauben, dass irgendwer die Kornkreise erzeugt haben muss. Und wenn einige der Kornkreise nicht von Menschen erzeugt worden sein können, dann müssen sie eben von irgendeinem anderen Wesen erzeugt worden sein. Das ist aber nur eine Schlussfolgerung, die allerdings viele Menschen ziehen. Ich persönlich glaube, dass vieles, was mit Außerirdischen zu tun hat, einfach Artefakte von Bewusstsein sind.
Insofern denke ich, dass man nicht sagen kann, dass das größere Bewusstseinssystem diese ganzen paranormalen Dinge erlaubt, sondern es unterstützt sie bzw. es ermöglicht sie. Es ermöglichte also Mirindayu, dass er sich Schwerter durch den Oberkörper bohren lassen konnte, und es beeinflusste auch seine persönliche Einstellung zu dem Ganzen, damit er seine Fähigkeiten vor Publikum zur Schau stellte. Wieso sollte er, nachdem er herausgefunden hat, dass er diese Fähigkeiten hat, losziehen und das Ganze anderen Menschen vorführen? Das ist also alles Teil unseres Entwicklungsprozesses. Und was den Dokumentarfilm über Kornkreise betrifft, den ich mir angesehen habe, da gab es diese Forscherin mit Doktortitel, die gerade auf einer Kornkreisforschungsreise war, und dabei hat sie abends gesehen, wie ein riesiger Lichtkegel aus dem Himmel auf ein Kornfeld vor ihrem Fenster schien. Und genau an der Stelle, wo der Lichtkegel aufs Feld schien, war im selben Moment ein Kornkreis entstanden. Dann wurde aber auch über andere Fälle berichtet, wo Menschen fußballgroße Lichtkugeln über ein Kornfeld fliegen sahen, und kurz darauf war in dem Feld ein Kornkreis entstanden. Der Prozess ist also nicht der gleiche. In einem Fall ein großer Lichtkegel, der aus großer Entfernung sichtbar war. In einem anderen Fall nur kleine Lichtkugeln, und in wieder anderen Fällen sah man gar nichts und plötzlich war ein Kornkreis im Feld. Es ist also nicht so, dass eine spezielle Technologie zum Einsatz kommt, sondern hier läuft ein Prozess ab, der das Ziel verfolgt, Menschen aufzuwecken und ihnen die Augen für größere Zusammenhänge im Leben zu öffnen. Die meisten Menschen können mit diesen Informationen nichts anfangen. Und wenn sie die Informationen über Kornkreise nicht verarbeiten können, dann sagen sie sich einfach, ach, die Kornkreise werden nachts von Menschen erzeugt, die durchs Feld stampfen. Das macht zwar keinen Sinn, denn zum einen würde das viele Stunden dauern und man würde sie dabei beobachten können, und zumindest die wirklich komplexen Kornkreise kann niemand nachts in Dunkelheit erzeugen. Aber sie können diese Informationen nicht verarbeiten, also tun sie einfach so, als wäre das Ganze nicht real, und sie ignorieren diese Themen. Eine der Fragen, die jemand in dem Dokumentarfilm stellte, war, wie kann die Presse, wie können die ganzen Menschen dieses Phänomen einfach ignorieren? Schauen Sie sich doch mal die Beweise hier im Feld an. Der Grund ist ganz einfach. Sie ignorieren das Ganze, weil sie nicht wissen, was sie sonst damit anfangen sollen. Diese Menschen sind noch nicht so weit, mit der Realität dieser Phänomene umzugehen. Denn eine solche Realität entspricht nicht ihrer Erwartungshaltung. So kann man also die Vorführung von Mirindayu erklären und dass er Dinge überlebt hat, die normalerweise tödlich sein sollten. Und ohne, dass dabei seine inneren Organe zu Schaden gekommen sind oder er innerlich verblutete. Das Ganze war einfach ein von der Norm abweichendes Verhalten. Es gibt andere solcher Fälle. Zum Beispiel kenne ich einen Ingenieur, der in einem Traum ein Flugzeug voller Menschen sah, und alle Menschen in diesem Flugzeug waren in Schwarz-Weiß, bis auf ein kleines Mädchen, das in Farbe sichtbar war. 2 Tage nach seinem Traum stürzte ein Flugzeug ab und alle starben, bis auf ein kleines Mädchen. Da er Ingenieur war, kannte er den genauen Flugzeugtyp und alle Details seines Traums passten zu dem Absturz des Flugzeugs. Wieso hat dieser Ingenieur das erlebt? Naja, er brauchte einen Tritt in den Hintern, damit er endlich anfing, an der Qualität seines Bewusstseins zu arbeiten. Vor diesem Traum war das alles für ihn kein Thema. Also musste etwas in seinem Leben passieren, das ihn wachrüttelte. Solche Erlebnisse sind meistens sehr individuell und persönlich, aber manchmal passiert es eben auch, dass jemand 500 undenkbare Vorführungen macht. Kornkreise sind dabei nur ein weiterer Aspekt. Es gibt hunderte anderer Phänomene, die in die gleiche Kategorie fallen. Neil, möchtest du etwas zu Toms Ausführungen ergänzen? Ja, klar. Ich habe mir auch das Video angesehen, das du mir geschickt hast. Mirindayu ist, glaube ich, Holländer und sein wirklicher Name ist Arnold Henske, oder? Ja, das stimmt. Tom hat gemeint, dass solche paranormalen Dinge immer wieder passieren. Und ich denke, dass diese Anomalien aus gutem Grund existieren, nämlich um Menschen zu zeigen, dass man auch andere Wege beschreiten kann. Die Auseinandersetzung mit solchen Anomalien ist allerdings verschwindend gering. Ich denke, dass Tom sehr großzügig war mit seiner Schätzung, dass 5% der Menschen, die von solchen Dingen erfahren, damit etwas anzufangen wissen. Ich denke, das sind eher 0,0001%. Was diesen speziellen Fall betrifft, fand ich es besonders bemerkenswert, dass Mirindayu es für notwendig ansah, das Ganze immer und immer wieder fortzuführen. Leider ist mir nicht bekannt, was er um seine Vorführung herum gesagt hat, aber nach dem Günstigkeitsprinzip nehme ich mal an, dass er sich mehr für die spirituellen Aspekte hinter dem ganzen Phänomen interessiert hat. However, if you look at his case, he did die
after swallowing a big dagger, which Trotzdem basically sollte man nicht vergessen, dass er gestorben ist, nachdem er einen 35 cm langen Dolch verschluckt hat, was letzten Endes zu seinem Tod geführt hat. Diese Tatsache an sich ist interessant, denn er hat 500 Vorführungen problemlos absolviert, aber am Ende funktionierte irgendwas nicht so wie bei früheren Vorführungen. The mainstream audience would say, oh, well, in the end he swallowed a knife and died, case closed, that's the end of it. Man kann sich viele And solcher Fälle historically anschauen. crop Der circles Normalbürger schaut sich das Ganze would say, an, well, erfährt, people dass died Mirin in some Dayo am cold, Ende durch das Schlucken eines Dolchs all ums their Leben poor kam und mates. hakt damit den ganzen And Fall that, umgehend ab. again, Das is Gleiche gilt für something they didn't Kornkreise. do. Nur weil And man mal einige Menschen dabei a lot erwischt of my hat, wie sie einen work Kornkreis ins Feld gestampft haben, what schließen viele Menschen sofort daraus, dass alle religion Kornkreise Fälschungen people sein to müssen. Das ist eben eine like einfache historical Lösung. Viele phenomena or Aspekte meiner real Arbeit beschäftigen sich stuff damit, that was stands mit einer no Bevölkerung historical passiert, rules die mit and it unwiderlegbaren can Phänomenen be konfrontiert wird. Phänomene, paradoxical die to im those way of Widerspruch zu den life. normalen Regeln unserer Realität stehen und And somit ein that is Paradoxon the bezüglich des attitude that Alltagslebens mainstream darstellen. audiences have Die to Reaktion, welche die mainstream meisten Menschen an den audiences Tag legen, wenn sie is mit solchen illusions paranormalen Phänomenen that might have konfrontiert sides werden, referred ist to ein as Symptom von etwas, das ich gerne conservatism, metaphysische which is Konservativität nenne. really a sort of Dieses state of Verhalten rührt being daher, where dass die meisten people Menschen tief know in ihrem in their Herzen heart, wissen, I think, dass wir in einer that tiefgründigen, there is magischen und indeed a fantastischen Welt magical, leben. mysterious, amazing world here. And I think people Ich also glaube, dass know viele Menschen that ebenfalls wissen, the dass unsere 3D dreidimensionale cause and effect Erfahrungswelt mit dem is only an element of Ursache-Wirkungsprinzip it, und den Newtonschen is also Gesetzen only one nur ein component, even Teilaspekt though einer it's in likely Wirklichkeit viel unconsciously komplexeren Realität sind. necessarily Auch wenn viele das translatable, vielleicht nicht in Worte fassen the können, knowing aber part. sie verfügen über However, ein inneres Wissen dazu. the dominant cultural paradigm, which is have nice things and strive for nice things, Allerdings leben wir im doesn't really Westen mit have einem any dominierenden place kulturellen for people Paradigma, like das besagt, that. So if du you come solltest schöne across Dinge besitzen somebody und who nach ihnen sticks their streben. sword through Dieses themselves, Paradigma hat keinen I Platz know für three paranormale cultures Phänomene. in England which Wenn man I've dann auf einen Menschen many stößt, der sich times Schwerter durch now, den Oberkörper bohren and lässt, oder man sich if Kornkreise you in see England those anschaut, things, was ich in meinem you Leben have schon häufig to gemacht habe, factor that wenn man into solche your paranormalen Dinge sieht, worldview, and in dann your muss man das worldview, irgendwie ins eigene I Weltbild will come integrieren. here and have some nice things, then there's no place for Wenn that das eigene Weltbild existence. aber auf dem Motto Even if basiert, that ich möchte schöne Sachen situation besitzen, dann is gibt es in diesem Weltbild completely keinen Platz controlled für so ein by it, Phänomen, it denn es takes liefert things keinen into Beitrag dazu, wie question, man am besten mehr Zeug constantly anhäufen kann. calls it into Ganz im question. Gegenteil, es So I macht think vieles deutlich komplizierter und es if zwingt you einen can dazu, handle gewisse Dinge zu something hinterfragen. to have Wenn Menschen something mit so that is einem schöne culturally Sachen haben wollen fulfilling Weltbild auf ein solches Paradoxon and treffen, dann that entspricht das is einem kräftigen Tritt in den something that Hintern. rattles you, So ein doesn't Erlebnis matter schüttelt how einen good gewaltig or bad durch. your Und background dabei spielt is, es keine Rolle, how wie alt man educated or ist oder ob scholarly man über or eine akademische Ausbildung linguistically verfügt capable or oder ob less, man besonders that will sprachgewandt ist. Diese this Aspekte sind dafür nicht cultural relevant. ecosystem is Das of course aware of Bewusstseinssystem, in dem all wir this in leben, its ist own sich zu einem gewissen cultural Grad über path all seine here, Teilaspekte and bewusst. everybody in the end Letzten Endes kann sich niemand can't diesem get any Entwicklungsprozess time entziehen, compared indem er to sich the unter dem rest, Bett which versteckt. is what Viele we Menschen call glauben death, aber, dass es and a very erstrebenswert beautiful ist, sich thing. das ganze Leben You lang get vor away diesen with Themen it for a erfolgreich short zu drücken. lifetime, Nach then dem Motto, Yippie, they ich hab's think geschafft, I've ich bin done it, gestorben I've und habe mein done it. ganzes Leben in einem Zustand Even unabhängiger Ignoranz self-made verbracht. ignorance, Einige success, Menschen sind auch noch stolz yay. drauf. But again, that Aber isn't man kann sich true. nicht vor You can't Weiterentwicklung really drücken. get away with Das it. The Universum, das universe, höhere higher Selbst, self, die göttliche reincarnated Quelle, ghost, das größere consciousness, Bewusstseinssystem, consciousness, wie auch immer whatever man you es call bezeichnen it, will, lacht sich you darüber nur laugh at kaputt. that. I don't think anyone's necessarily punished Allerdings for glaube any ich nicht, disturbed dass man life. für solches That's Verhalten still for a unbedingt long bestraft time wird. kind of Man kann ruhig stagnated für eine life. Weile im And Entwicklungsprozess it stagnieren. is funny Wenn when man you diese ungewöhnlichen Phänomene analysiert, analyze phenomena also durch meine in your Workshops und lives, persönlichen Gespräche, höre ich viele I do Erfahrungsberichte von anderen Menschen. a kind of workshops and one-to-one teaching sessions and so on. Obviously, I get exposed to lots of stories. People tell me, give me accounts of things that have happened to them. One thing, aside from the wonderment of all those things anyway and how Neben special einer that gewissen must be to Verwunderung über behold diese it, Erlebnisse finde ich es is how faszinierend, wie most people, perfekt diese a lot of ungewöhnlichen things we Phänomene don't auf die know, persönlichen Lebensumstände how der Betroffenen perfectly zugeschnitten sind. Diese illustrated they Phänomene are, which verdeutlichen ganz knocks that spezifische version of their Aspekte, um paradigm dadurch das Weltbild der disturbed, betroffenen Personen zu affected at a erschüttern. certain time in the life with a certain Ein texture, a bestimmter certain Typ von flavor, a certain Ereignis zu einem bestimmten tonality, Zeitpunkt im Leben either mit einer to ganz speziellen keep people Beschaffenheit und alone Tonart kann or entweder just dazu to dienen, die Betroffenen komplett aus make der Bahn zu them werfen oder metaphysically ihnen mal shrunk einen to metaphysischen be Schauder über den Rücken ignored. laufen zu lassen, And I den think sie nicht so einfach ignorieren können. analyzing that, I mean, I could write a book just putting those cases together, but analyzing that
Ich könnte ein Buch über die ganzen Fälle schreiben, von denen ich in den letzten Jahren erfahren habe. Aber einfach mal die Gemeinsamkeiten dieser Fälle zu analysieren und quasi den Rückkopplungsmechanismus des Bewusstseinssystems wahrzunehmen, das ist etwas, das etwas mehr unsere Aufmerksamkeit verdienen würde. Ich mache das in meiner Arbeit und Tom macht das Gleiche. Wenn man im Alltagsleben diese Dinge aufmerksam beobachtet, stellt man fest, dass es sich dabei um ein Zwei-Wege-System handelt. Es ist keineswegs so, dass es da eine Bühne gibt und auf der landet man und alles ist bereits vorgegeben, sondern es handelt sich dabei um einen permanenten Rückkopplungsprozess zwischen Individuum und dem Bewusstseinssystem. Diese Phänomene und Paradoxien und Anomalien spielen eine wichtige Rolle im Gesamtsystem, nämlich dafür zu sorgen, dass das, was Terence McKenna als Neuerung bzw. Innovation bezeichnete, also diesen Kreativitätsmotor am Laufen zu halten. Dadurch lässt sich auch erklären, warum es sich stets nur um eine kleine Gruppe von Menschen handelt, welche dieses Wissen auf einer tieferen Ebene verstehen und diesen Themen mit Ernsthaftigkeit begegnen. Wir verfügen alle über solche wegweisenden Erfahrungen. Der Unterschied besteht jedoch darin, wie ein Mensch mit solchen Erfahrungen umgeht. Der eine sagt sich, das ist ja witzig. Naja, keine Ahnung, was das jetzt gerade sollte. Also vergessen wir das Ganze doch einfach. Oder man tritt ein paar Schritte zurück, neigt den Kopf etwas zur Seite und sagt sich, Moment mal, das hier ist eine ernstzunehmende Panne. Was ich hier gerade erlebt habe, ist der helle Wahnsinn. Das ist in hohem Maße faszinierend und ich werde das Ganze als Anstoß für eine Veränderung in meinem Leben annehmen. Einige Menschen handeln so. Und wenn man sich entscheidet, so eine Erfahrung ernst zu nehmen, dann kann das ganze Leben verändern. Diejenigen, die meine Arbeit bereits kennen, wissen bestimmt, was jetzt kommt. Diese mögliche Veränderung des ganzen Lebens ist der Hauptgrund, warum so viele Menschen solche Erfahrungen und Phänomene einfach ignorieren. Die meisten Menschen wollen nämlich gar keine Veränderung in ihrem Leben, denn sie setzen Veränderung mit Ungewissheit gleich und Ungewissheit bedeutet für sie Angst. Diese Erfahrungen können das eigene Leben transformieren. Die meisten Menschen begegnen Transformation jedoch mit Unbehagen. Vielen dieser Menschen geht es darum, ein Wertesystem von vor 50 Jahren aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2000 schienen die 50er Jahre eine wunderbare Zeitperiode gewesen zu sein. Und im Jahr 2062 wird das Jahr 2012 als wunderbare Zeitperiode angesehen werden. Es ist sehr verlockend, Neuerungen und Innovationen stets etwas auf Abstand zu halten. Nach dem Motto, ja, schon klar, das ist notwendig, aber ich persönlich will damit nichts zu tun haben, denn das ist mir alles etwas unheimlich und ich fühle mich nicht wohl bei der ganzen Sache. Schicken wir doch einfach die verrückten Mystiker und Physiker vor, um sich damit auseinanderzusetzen. Das Ganze hat aber unweigerlich eine Veränderung zur Folge. Und für alle, die das kulturelle Paradigma der USA, Englands und Europas verinnerlicht haben, ist Veränderung keine wünschenswerte Sache. Veränderung ist in ihren Augen eine unternehmerisch gemanagte Strategie und kein sich organisch entwickelnder Prozess. Bei diesen Menschen liegt ein Missverständnis vor, worum es bei Veränderung wirklich geht. Insofern halte ich unsere Reaktion auf solche Phänomene für deutlich interessanter als die Phänomene selbst. Wie wir das Ganze interpretieren und wie wir es in unser Alltagsleben integrieren, ist das, worum es bei dieser Lernerfahrung wirklich geht. Das ist etwas, das jeder für sich alleine machen muss. Es geht nicht darum, wie andere Menschen damit umgehen. Aber es ist menschlich, sich dafür zu interessieren, wie andere Menschen darauf reagieren und dann über die Gründe für ihre Reaktion nachzusinnen. Und das zu tun, kann sehr lehrreich für uns selbst sein.